Abstand halten, denkt an unsere Handregel. Wir haben bei uns, dadurch, dass wir ein Sportgymnasium sind, Sportunterricht für die Sportklassen, also nur für einen Teil unserer Schule. Der findet ausschließlich draußen hier auf der Rasenfläche statt, wo wir genügend Platz haben und die Abstandskriterien einhalten können. Und wir versuchen eben die sportlichen Schwerpunkte auch dementsprechend zu setzen, was unsere Möglichkeiten jetzt hier auf der Wiese sind. Sprich, sehr viel Leichtathletik, Beweglichkeit, Koordination, Krafttraining. Also die Übungen sind nicht 100% neu, aber sie müssen anders gestaltet werden, weil kein Körperkontakt stattfinden kann. Sie haben vorher bei uns gesehen, die Staffelspiele, da ist normalerweise immer ein Abklatschen oder sonst was dabei. Jetzt haben wir es eben gestaltet über eine Markierung laufen, damit eben diese 2 Meter Abstand auch da eingehalten werden können. Also ich finde es eigentlich cool, dass wir auch wieder in der Schule sind, weil wir bekommen auch durch den Sport mehr Energie. Aber es ist auch so mit dem Abstand, dass es sehr schwierig ist. Und mit den Masken, dass man schwierig Luft bekommt in den Pausen, wenn man sie tragen muss. Es ist etwas vielleicht anstrengend mit dem ganzen Abstand halten, weil die Evi ist halt meine beste Freundin und wir knuddeln sozusagen ziemlich gerne. Und ja, es ist ein bisschen schwierig. Und wir gehen jetzt wieder im Gänsemarsch hinauf zu unseren Garderoben. Genauso wie für uns ist es für die Schüler auch eine ganz spezielle Situation. Wir glauben aber trotzdem, dass es wichtig ist, dass die Schüler einen Lernraum haben, wo sie auch wirklich sich entfalten können und wo auch mehr dazu gehört als reines Wissensvermitteln. Ich finde es auch mit der Schule besser, weil man kann auch mit den Lehrern besser sprechen, als die ganze Zeit online zu schreiben. Und deswegen geht das auch schulisch auch besser, wenn man in der Schule ist, als zu Hause zu arbeiten. Na, die ersten Stunden sind am Goethe-Gymnasium sehr gut gelaufen. Ich war doch sehr angespannt, ob das alles klappt. Aber wir haben 2 Schleusensysteme, der Vordereingang, der Haupteingang für die Lehrerinnen und Lehrer und für die Maturanten. Und alle anderen, die gesamte Unterstufe über den Hintereingang mit 2 Hygienelehrer auf jeder Seite, das hat besser geklappt, als ich geglaubt habe. Ist ganz, ganz schnell, mit einer halben Stunde waren alle Kinder herinnen. Also die Vorsichtsmaßnahmen sind extrem. Ich habe mehrere Lehrerinnen und Lehrer, die seit 1. Mai die Schule wirklich konsequent teilen in Rechtsverkehr rauf, dann links wieder runter. Die Klos werden speziell eingeteilt, diese ganzen Desinfektionsmittel sind in eigenen Kammern, es gibt eigene Hygienelehrer dafür. Da hat sie viel getan. Ich hätte es nicht mehr gemacht. Es ist ein irrsinniger logistischer und administrativer Aufwand in der Relation zu dem, was man jetzt in diesen 7 bis 10 Unterrichtstagen pro Gruppe, die Gruppe ist ja ausgedünnt, noch machen kann. Also da kommt ja die Konferenz und da sind noch sozusagen die letzten Stunden irgendwie abzuarbeiten. Da wird kaum noch wirklich im Vollbetrieb unterrichtet. Das heißt, es ist wenig Input für einen enormen administrativen Aufwand, für eine logistische Herausforderung, die manche Schulen sicher an die Grenzen treiben wird.